Season 138 Meter, 138 Meters für Stefan Laie. Wir sind der Meister! Das stand, glaube ich, selten zur Debatte nach einem solchen Sprung. Vielmehr geht es jetzt um die Platzierung und im Hinblick auf den heutigen Tagessieg. Die beiden Qualifikationsspringen hat er gewinnen können. Gestern auf Rang 3 der Japaner Ryuyo Kobayashi! Das könnte für die Spitze etwas zu wenig gewesen sein von Ryuyo Kobayashi. 139 Meter, 139 Meters. Kriegt natürlich richtig gute Noten. Einmal die 19,5 sehen wir, ansonsten 19,0. Also da hat er schon natürlich den Wertungsrichtern das Hingucken richtig zur Freude gemacht. Kein zufriedenstellender Durchgang. Stefan Kraft kommt dann gleich noch, kann einige Kohlen aus dem Feuer holen. Für Jan Höhl ist es im Moment Platz 15. Liebes Publikum, jetzt wollen wir hier den Schnee schmelzen sehen. Dreimal Team Deutschland! Nicht gestern, wenn du zu Hause saßt und dieses Skisprung-Spektakel hier vor dem Fernseher verfolgt hast, der weiß, wie wunderschön sich das anhört, wenn wir ihn alle gemeinsam am Schanzentisch abholen mit einem lauten Ziel und ihn möglichst weit diesen Hang hier hinuntertragen. Jetzt geht's los. Nur kommt für euch Pius Watzke! Meter, 133,5 Meters, das wird wohl einmal mehr eine richtig gute Ausgangsposition für Pius Paschke nach dem ersten Durchgang. Wo sortiert er sich ein? Es ist Platz 5 für Pius Paschke! Gespannt darauf, was diese 141 Meter wert sind. Er bekommt fünfmal die 19,0 und es ist. Der Balken läuft, Sie sehen ihn. Jetzt rollt er los und er landet. Jetzt weitergehen. Wir machen die Welle für Andreas Wenninger. Die Fans nicht nur bei Andreas Wenninger geballt, sondern auch kollektiv im Publikum. 137,5 Meter, 137,5 Meter für Andi Wenninger! Ein Wahnsinn, erster Durchgang für die deutschen Athleten. Und jetzt sitzt einer oben, den sicherlich der Ausgang des gestrigen Springens so ein bisschen boomt, Max.
Schauen wir noch ganz kurz auf die Platzierung. Platz 6 für Andreas Renninger. Aber jetzt nehme ich natürlich diesen Ball gern von dir an. Wir reden natürlich über den Gesamtführenden im Weltcup, über den Mann im gelben Trikot, der gestern zum ersten Mal nicht siegen konnte, sich mit Platz 2 begnügen musste. Hier ist aus Österreich Stefan Krach! Karl Geiger werden. 134 auf ein halber Meter für Stefan Kraft. Gestern, wir erinnern uns kurz zurück, Karl Geiger zur Halbzeit auf 1, Stefan Kraft auf der 4. Wie wird es sich diesmal verhalten zur Halbzeit dieses Wettbewerbs? Wir sehen nochmal seinen Sprung hier auf die 134,5 Meter. Und jetzt gespannter Blick auf das, was da noch kommt, was der Rechner ausspuckt. Wohin geht's für ihn? Rang 5 für Stefan Kraft, und das heißt,